Hier erfahren Sie, was Sie bei einer Krankmeldung wissen sollten. Es ist einiges zu beachten. Wenn Sie so krank werden, dass Sie Ihrer Arbeit nicht nachkommen können, ist ein Besuch beim Arzt unumgänglich. Bei Ihrem Arzt erhalten Sie die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Diese müssen Sie Ihrem Arbeitgeber innerhalb von 3 Werktagen schriftlich zukommen lassen. Sie sind jedoch verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich mitzuteilen und die voraussichtliche Dauer, das heißt möglichst vor Arbeitsbeginn. Erfolgt die Krankmeldung nicht so schnell wie möglich, riskieren Sie eine Abmahnung. Grundsätzlich haben Sie während einer Krankheit Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber bis zu einer Dauer von 6 Wochen. Im Anschluss daran übernimmt in der Regel Ihre Krankenkasse eine reduzierte Lohnfortzahlung. Auch für den Fall eines erkrankten Kindes gibt es Regelungen. Wenn Ihr Kind beispielsweise so krank ist, dass es zu Hause bleiben muss, haben Sie einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit. Auch hier ist ein entsprechendes Schreiben des behandelnden Arztes nötig. Jeder Elternteil darf sich für die Betreuung seines kranken Kindes 10 Tage im Jahr frei nehmen. Bei mehr als 2 Kindern sind es maximal 25 Tage. Für Alleinerziehende besteht Anspruch auf doppelt so viele Tage. Erkundigen Sie sich am besten bereits vor einem Krankheitsfall bei Ihren Kollegen oder Vorgesetzten, wie in einem solchen Fall im Unternehmen vorzugehen ist. Die meisten Arbeitgeber sind hier sehr verständnisvoll und hilfsbereit, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer gar nicht erst krank werden oder im Krankheitsfall schnell genesen und wieder einsatzfähig sind.